alles aus Liebe, sonst geht die Welt unter. Caroline von Günderode wurde 1780 in Karlsruhe geboren und starb 1806 in Winkel. Sie zählt zu den Dichterinnen der Frühromantik und zeichnete sich durch eine hohe Bildung und eine große Kreativität aus. Günderode war eine emanzipierte Frau, die durch Bildung und Kunst versuchte, sich aus den Fesseln der Gesellschaft zu befreien. Fesseln, die sie, wie auch die anderen Frühromantiker, auch in der Kunst der Poesie lösen wollte. Ich glaube, dass große Gedanken, die man zum ersten Mal denkt, sie sind so überraschend, da scheinen einem die Worte nichtig, mit denen man sie aufnimmt. Die suchen sich ihren Ausdruck. Da ist man allzu zaghaft, einen zu gebrauchen, der noch nicht gebräuchlich ist. Aber was liegt noch daran? Ich wollte immer so reden, wie es nicht statthaft ist, wenn es mir dadurch näher kommt in der Seele. Ich glaube gewiss, Musik muss in der Seele walten. Stimmung ohne Melodie ist nicht fließend zu denken. Es muss etwas der Seele so recht Angeborenes geben, worin der Gedankenstrom fließt. Die Ideale der Frühromantiker finden sich auch in dem folgenden Zitat wieder. Ich suche in der Poesie, wie in einem Spiegel mich zu sammeln, mich selber zu schauen und durch mich durchzugehen in eine höhere Welt. Mit 17 Jahren wurde Günderode in ein Stift gegeben, doch auch hier versuchte sie, sich zu emanzipieren, wie eine Schilderung von Zeitgenossen belegt. Sie ist schon zu allen Torheiten aufgelegt, zu seinem Stiftsgarten ihm aufs Dach steigen vom Garten aus oder auf einen Baum und von da herunterpredigen. Beschreibung Günderodes. Ein Geschöpf voll Anmut und Würde, ungemein schön, sehr stattlich, blauäugig, dunkelhaarig, zart, oft von Kopf- und Augenschmerzen geplagt. Clemens Brentano sagt über sie, sie sei eine tiefe Denkerin und lese viel. Ihre erste Liebe, Friedrich Karl von Savigny, wollte sie aufgrund dieser Vorzüge, die er sehr wohl zu schätzen wusste, nicht zur Frau, denn hierfür wünschte er sich eine für Küche und Kinderzimmer. Auch war Günderode im Gegensatz zu Savigny von den Idealen der Französischen Revolution angetan und wollte, wie später die Vertreter des Vormärz, die diversen deutschen Fürstentümer in einer Republik vereint wissen. Selbstbeschreibung. Mir scheint es so süß, von ausgezeichneten Menschen geliebt zu sein. Es ist mit der schmeichelhafteste Beweis meines eigenen Wertes. Ich zeige mich nicht immer gern, doch wenn ich mich gezeigt habe, so liebe ich es unmäßig, mich wieder in anderen zu erblicken. Denn ich hoffe, der andere wird mich ein schöneres Gemälde sehen lassen, als ich selber erblicke. Beschreibung ihrer Depression. So beschränkt im Äußeren, so verstimmt im Innern. Es freut mich nichts,
Es schmerzt mich nichts bestimmt. Ich bin in dem elendsten Zustand, dem des Nichtfühlens, des dumpfen, kalten Dahinschleppens. In diesem Zustand hasse ich mich selbst. Es ist ein hässlicher Fehler von mir, dass ich so leicht in einen Zustand des Nichtempfindens verfallen kann. Und ich freue mich über jede Sache, die mich aus demselben reißt. Ohne heftig zu lieben, sei man schon bei lebendigem Leibe gestorben, verkündete Günderode ihrer engsten Vertrauten Bettine von Arnim. Ausflug lernt Günderode den Philologen Friedrich Kreutzer kennen, der sie um 52 Jahre überleben wird. Kreutzer wird ihre große, unerfüllte und auch letzte Liebe sein. Kreutzer ist mit einer 13 Jahre älteren Frau verheiratet und kann sich aufgrund finanzieller Abhängigkeiten beiderseits nicht scheiden lassen. Günderode verarbeitete diese Liebe in dem Werk Melete, welches Gedichte und fiktive Brieffragmente enthält, in denen Kreutzer als Adressat und Absender Eusebio zu erkennen ist. Dieses Werk durfte erst 100 Jahre nach Günderodes Tod veröffentlicht werden, da es Kreutzer gelang, die Veröffentlichung zu seinen Lebzeiten zu verbieten. Kreutzer strebte eine Beziehung zu dritt an, doch diese kam nie zustande. 1806 erkrankte seine Frau und er beendete die Beziehung zu Günderode, woraufhin sie den Freitod wählte. Günderode an Kreutzer. Ich sende dir ein Schnupftuch, das für dich von nicht geringerer Bedeutung sein soll als das, welches Othello der Desdemona schenkte. Ich es lange, um es zu weihen, auf meinem Herzen getragen. Dann habe ich mir die linke Brust gerade über dem Herzen aufgeritzt und die hervorgehenden Blutstropfen auf dem Tuch gesammelt. Siehe, so konnte ich das Zarteste für dich verletzen. Drücke es an deine Lippen. Es ist meines Herzens Blut. So geweiht hat dieses Schnupftuch die seltene Tugend, dass es vor allem Unmut und Zweifel verwahrt. Ferner wird es dir ein zärtliches Pfand sein. Ein Jahr vor dem Tod, Günderode an Kreutzer. Ich fasse die Änderung deiner Gesinnung nicht. Wie oft hast du mir gesagt, meine Liebe erhelle, erhebe dein ganzes Leben und nun findest du unser Verhältnis schädlich. Wie viel hättest du ehemals gegeben, dir dies Schädliche zu erringen? Aber so seid ihr. Das Errungene hat euch immer Mängel. Die eine Klage. Wer die tiefste aller Wunden hat in Geist und Sinn empfunden, bitterer Trennungsschmerz. Wer geliebt, was er verloren, lassen muss, was er erkoren, das geliebte Herz. Der versteht in Lust die Tränen und der Liebe ewig sehnen, eins in zwei zu sein, eins im andern sich zu finden, dass der Zweiheit Grenzen schwinden und des Daseins Pein.
Wer so ganz in Herz und Sinnen konnt ein Wesen lieb gewinnen, oh, den tröstet's nicht, dass für Freuden die verloren, neue werden neu geboren. Jene sind's doch nicht. Das geliebte süße Leben, dieses Nehmen und dies Geben, Wort und Sinn und Blick, dieses Suchen und dies Finden, dieses Denken und Empfinden, gibt kein Gott zurück. Leicht über Täler, über Hügel trug mich der kecken Wünsche Lauf, und keines Hindernisses Zügel hielt den vermessenen Schwärmer auf. Die Spuren großer Männer taten, was Güte Himmlisches getan und was die Weisheit gut beraten. Allmächtig zog mich alles an. Ich habe keinen Sinn für weibliche Tugenden, für Weiberglückseligkeit. Nur das wilde, große, glänzende gefällt mir. Es ist ein unseliges, aber unverbesserliches Missverhältnis in meiner Seele. Und es wird und muss so bleiben. Denn ich bin ein Weib und habe Begierden wie ein Mann, ohne Männerkraft. Darum bin ich so wechselnd und uneins mit mir. In Günnrodes Drama Hildgund kommt eine Fürstentochter vor, die sich beklagt. Wie herrlich ist der Mann, sein Schicksal bildet er. Nur eigener Kräftemaß ist sein Gesetz am Ziele. Des Weibes Schicksal, ach, ruht nicht in eigener Hand. Freundschaft. Bettine von Arnim und Günderode lernen sich im Hause Sophie Laroches, der Großmutter Bettines, kennen. Auch Bettine hatte einen ausgeprägten Freiheitsdrang und ist ihrer Zeit weit voraus. Auch sie will sich nicht in das Männer-Frauen-Bild der damaligen Zeit fügen, und auch für sie ist die Liebe alles. Diese Liebe kann sich allerdings auch auf das gleiche Geschlecht beziehen und benötigt keine sexuelle Komponente. An Günderode schreibt sie: Kein Mensch vermag über mich, aber du. Ich will nicht frei sein. Ich will Wurzeln fassen in dir. Die 5 Jahre jüngere Bettine versteht sich nicht nur als Freundin, sondern auch als Schülerin Günderodes und vergleicht ihr Verhältnis mit dem Platons und seines Schülers und besten Freundes Dion. Der Drang, etwas zu schaffen und sich zu bilden, auch oder gerade als Frau, dürfte die beiden einander noch näher gebracht haben. Wir müssen uns miteinander abschließen. In der Natur, da müssen wir Hand in Hand gehen und miteinander sprechen, nicht von Dingen, sondern eine große Sprache. Die Freundschaft findet allerdings ein Ende, als Günderodes große Liebe Kreuzer von ihr fordert, den Kontakt zu Bettine aufgrund ihrer Geschwätzigkeit einzustellen. Tod. Am 26. Juli 1806 wird Caroline von Günderode im Rhein tot aufgefunden. Eine tiefe Wunde, nicht ganz 1 Zoll lang. Der Stich zwischen 4. und 5. Rippe in die linke Herzkammer eingedrungen, vermerkt das ärztliche Protokoll. Deswegen kömmt es mir aber vor, als sähe ich mich im Sarg liegen. Meine beiden Ichs starren sich ganz verwundert an.